Jak się masz? Mein Name ist Borat. Ich mag dich. Ich mag Sex. Willkommen in mein Land, Kasachstan. So, das mein Nachbar Mukhituken. Denn ich kriege Fenster von meinem Glas, er kriege Fenster von meinem Glas. Ich kriege Treppe, er kriege Treppe. Ich hol mir Weckerradio, er kann es nicht leisten. Ja. Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Zehn Yakuza mit einer neuen Folge von Tomb Raider Definitive Edition. So, in der letzten Folge sind wir von ein paar Russen umzingelt worden. Und ja, Lara hat es geschafft. Und ja, die waren echt wow. Brutal, ey. Ich hab dir gesagt, Bogen. Und ja, wie es weitergeht, erfahren wir jetzt. So. Ich schaff das. Okay. Die Wölfe haben meinen Rucksack. Der Sender vom Rettungsboot ist da drin. Finden wir den nicht wieder, werden wir hier nie mehr wegkommen. Aber du brauchst Verbandszeug, Morphium, Desinfektionsmittel. Alles im Rucksack. Scheiße. Du sagst es. Komm. Kai. Tu mir das nicht an, du verdammter Mistkerl. So. Überlebenskurs. Sammeln Sie die zusätzliche Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Cool. So.
So, wir fangen erstmal nach eins nach dem anderen an. Okay. So. So, perfekt. Gibt's noch was? Okay, wir müssen da oben. Oh. Warte mal, da müsste was sein, oder? Nee, Quatsch. Aber da war's. Ah, bestimmt mit den Kletterhaken, oder? Geht nicht, schade. Ah, verdammt. Ah, da. So. Diese Ruinen, Kamakura-Periode. Gehörte das alles zu Yamatai? Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai.
Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Okay, was ist denn da? Ah, nein. Okay, da kann ich jetzt leider nichts machen, jetzt leider. Okay. Okay. Keine Pause. Oh Mann. Zahlen. Irgendwelche Koordinaten. Wollte jemand, dass es gefunden wird? Ach, da. Perfekt. Okay. Perfekt, aber zu wenig. Ich will gerne wissen, was da ist. Ja. Hm. So. Los geht's.
Ich will nur den Rucksack. Sonst nichts. Ich hab ihn. Okay, jetzt zurück zu Ross damit. So. Ach, zu Roth. Okay, dann. Flicken wir dich zusammen. Schlecht. Wo lernt eine junge Lady wie du denn solche Sachen? In der Spätschicht im Nine Bells? Gegen eine Scherbe ist ein Wolf gar nichts. Hey, du hast ihn gut gemacht. Also, ich nehme mal an, dass jemand damit hoch zum Funkturm soll? Naja, es ist die beste Chance, ein starkes Signal in alle Richtungen zu senden. Zu. Lara. Dieser Notruf muss gesendet werden. Und ich kann erst mal eine Weile nicht klettern. Ja, ich hatte schon befürchtet, dass du das sagen würdest. Du schaffst das, Lara. Immerhin bist du eine Croft. Ich bin nicht diese Art von Croft. Doch bist du. Du weißt es nur noch nicht. Dann hoffen wir mal, dass ich schnell lerne. Bitte, sei vorsichtig, Lara. Kletterachs. Okay, gut, jetzt können wir klettern. Was zum Teufel geht auf dieser Insel vor, Roy? Was glaubst du, wer diese Leute sind? Gewalttätige Fanatiker. Irgendein Kult. Aber organisiert. Sie waren auf uns vorbereitet. Ich mache mir Sorgen um Sam. Diese Leute sind wahnsinnig, Lara. Denk nicht drüber nach, wozu sie fähig sind. Konzentrier dich auf deine Aufgabe. Unfassbar, dass sich Whitman einfach so ergeben hat. Man weiß vorher nie, wie jemand in so einer Situation reagiert. Aber ich finde die Reaktion des guten Doktors nicht überraschend.
kommst du hier allein zurecht, Rod? Keine Sorge. Ich habe alte Freunde, die mir Gesellschaft leisten. Geh zu diesem Turm. Wir müssen ein Notsignal senden. Okay. Nein, das wäre jetzt mal, das wäre jetzt mal wirklich einfach gewesen, ey. So einfach ist das nicht. Ja, klar. Dann gehen wir mal erkundigen. War da was? Okay, ne, ist nichts. Gott sei Dank hat Ross mich trainiert. Die vielen Märsche und Kletterpartien. Es ist fast so, als hätte er mich die ganze Zeit auf so etwas vorbereitet. Es oh nein, oh nein. Vergoldete Figuren. Diener der Sonnenkönigin. Es gibt keine Berichte über derartige Rituale im alten Yamatai. Außer sie wurden aus allen Unterlagen entfernt. Ah. Ein Rätsel. Und du? So. Ah, wirklich unglaublich.
Ah, so geht das lange drücken. Wow. Okay. Okay. Ja, ich weiß schon. So. Haben wir da was vergessen? Oh, da ist noch ein Relikt. Marine gehört haben. Waren sie in Truppenstärke auf der Insel oder war es nur eine Vorhut? Stehen diese Markierungen für verlorene Freunde oder getötete Feinde? Wie auch immer, er brauchte einen Drink. So. Geschlossen. Es ist wohl geschlossen, okay. Dann machen wir uns auf den Weg. Thank you.
niemand! Nein, wir warten den Sturm ab! Alles klar! Wachsam bleiben! Gehen wir rein! Ach, Scheiße. Können die mich sehen, Alter? Das ist doch sinnlos. Ich habe mit einigen Dorfbewohnern der Insel gesprochen. Es war zwar verboten, den Palast zu verlassen, doch das focht mich nicht an. Meine Pflicht ist klar: Wahrheitsfindung. Aber die Geschichten hier sind kaum zu glauben. Gerüchte sprechen von einem Bündnis der Königin mit der spirituellen Welt. Angeblich beherrscht sie Sonne und Regen. Ihr Land ist fruchtbar, alleine weil sie es will. Das muss Unsinn sein. Aber wo rührt derlei Geflüster her? Kontrolliert sie so ihr Volk durch Ausnutzen primitiven Aberglaubens? In allen Augen lag Ehrfurcht, als sie von ihr sprachen. Doch ich spürte auch Furcht. Ihre Untertanen werden gut behandelt. Die Steuern sind moderat und der Schutz durch die Sturmwache ist ohne Tadel. Kein Wunder, dass einige sogar zu ihr beten. Als wäre sie nicht bloß eine Königin, sondern fast eine Gottheit. In ihrem Volk Unzufriedenheit zu schüren, könnte schwieriger werden als erwartet. Wissen wir jetzt. So. Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Unten im Mörser befinden sich kleine Knochenfragmente. Hoffentlich von Tieren. Ach, da bist du. Wo ist das Ding jetzt? Okay. Oh, Scheiße.
Wow, das war knapp, ey. Lara, bist du da? Reyes, wo bist du? Hast du Sam gefunden? Wir verfolgen ihre Spur. Gut. Ich will versuchen, ein Notsignal von einem alten Funkturm da oben zu senden. Irgendwelche Tipps? Du musst die Kommunikationskonsole finden. Müsste aussehen wie eine alte Telefonverbindung. Okay. Ich sag Bescheid, wenn ich dort bin. Jawohl. So, da bin ich jetzt. Und? Ach, verdammt. Ja, genau, mehr Berggut. Es ist bestimmt ein mechanisches, kein elektrisches Problem. Jetzt, Alex! Das könnte ein elektrisches Problem sein. Meinst du? Oh, hallo. Hey, wer ist denn die Kleine ja, hier? Ja, sie ist süß, hä? Ja, das ist Alicia. Meine Tochter. Oh. 14 Jahre alt. Und klüger, als du je sein wirst. Sie kommt dann wohl ganz nach ihrem Vater. Das wäre zu viel der Ehre. Und das da... Ich sehe mir das mal an. Ist wahrscheinlich elektrisch. Nach dem Vater. Ich saß also am Loch, wie so oft, zum Nachtangeln. Hey, Graham. Zeit, die Schotten dicht zu machen. Ah ja, ich komme. Also, ich saß am Loch. Da springt mich plötzlich dieses Ding an. Es kam direkt aus dem Wasser. Also gab ich ihm eine Kopfnuss. In 9 von 10 Fällen ist die Sache dann erledigt. Eine Woche lang konnte ich nicht mehr schlafen. Und ich trinke seitdem nicht mehr. Wir sehen uns beim Essen. Okay, für die Zwischenschnitte. Danke. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 3 und Action. Okay, dann pack ihn schön fest und schneid ihm den Bauch entlang. Genau so. Ja, ungefähr. Oh Gott, cut, cut, cut! Cut. Kommt er gleich wieder? Ich gehe ihn holen. Archäologe. Ein weltberühmter Archäologe. Ein Entdecker. Der weltberühmte Archäologe so Dr. Fisch. James Whitman. Ich kann doch so einen nicht einfach ausnehmen. Es ist nur ein Fisch, okay? Sie ja, schaffen nur das. Ein Fisch. Dieses verdammte Reality-TV-Business. Ich möchte den Menschen Kultur nahebringen, Sam, und kein Essen. Ja, nichts für ungut. Die Zuschauer wollen Inhalte, Dr. Whitman. Sie wissen das. Bis wir das Königreich gefunden haben, brauchen wir Aufnahmen wie diese. Kommen Sie, noch einmal von vorn, okay? Sie werden dann bestimmt aussehen wie ein Profi, wenn es fertig ist. Dr. James Whitman, Filler 15, Take 4, Action.
Okay, pack ihn richtig fest und schneid ihm den Bauch lang. Ich kenne die Karten so gut, ich sehe sie selbst mit geschlossenen Augen. Aber was, wenn Yamatai doch nicht im Drachendreieck liegt und... Das hast du bei einer Ausgrabung deines Vaters gefunden. Du kamst an, um es mir zu zeigen, in deinem Pinguin-Pyjama. Ich war 5 Jahre alt, das war mein erster Fund. Ja. Du hast einen tollen Instinkt, Kleine. Du musst ihm nur vertrauen. Das hat mein Vater auch gesagt. Er hat immer auf seinen Instinkt gehört. Was auch geschah. Er wäre sehr stolz auf dich, Lara. Wir nähern uns dem Sturm. Naja, was auch kommt. Wir stehen es durch. Okay, Lara. Reiß dich zusammen. Alle zählen auf. So, oh, 2 sogar, geil. Okay, wir können mehr Schaden einstecken. Cool. Okay. Okay Leute, dann sage ich mal, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like da. Oder warte. Diese Münze fand ihren Weg nach Japan vermutlich irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts. Das ist doch eine buddhistische Münze. Ja, das ist eine buddhistische Münze. Aber das habe ich auch. Okay Leute, dann sage ich mal, ich mache richtig einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Abo und ein Like, das würde mich wirklich sehr freuen. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, wisst ihr Bescheid, was ihr machen müsst. Ihr könnt mir gerne unten einen Kommentar hinterlassen. Ich werde das mir auf jeden Fall anschauen. Und ja, dann sage ich au revoir, ciao, bis dann. Euer Jin Yakuza. Tschüss.